Die ersten Zeiten werden dann in Kürze kommen. Die 508 mit 107 jetzt der Lukas Hoffmann. Wo bin ich wieder? 241,04. Dann Richard Rein, was er mit seinem Fahrzeug. Letzter 8-Ventiler Helmut Götzl vor Stefan Müller. Auch das ein 8-Ventiler, dann Thomas Kohler, Holger Witt, Jürgen Möhring. Das ist die komplette Reihung in den Top 10. ...2044 für Andreas Kleineberger mit dem Auto, das ja bisher unterwegs gewesen ist, wurde bis Ende 2009 im Rahmen der... im Rahmen seiner Klasse, aber er will natürlich unter den Top 10 bleiben, in die er sich hineingearbeitet hat. Thomas Flick, Verbesserung auf 204.12. André Liebe auf der Motor mit 50 und Johann Hattecik. Ja, er bleibt eine 5 Sekunden dahinter mit 2.12.69. Also die Beinlandsbohne auf Ultra in Bayern. Einsteiger von der 600er in die Polterklasse. Schutz hat er letztes Jahr nach einer längeren Pause. Für die 439. Ja, der Werner Heinrichs, da findet er einen harten Gegner im Martin Kürti, der ja gefehlt hat zu Anfang. Das ist Jörg Davidovic, einer der Spezialisten, wenn es darum geht, Fahrzeuge neu aufzubauen. Der ist im Moment dabei, ein NSU Spider, der ehemalige Bergtrophäengewinner für Tourenwagen, mitverantwortlich, dass das Auto auch richtig funktionierte. 1960 ist er ja in den Automobilsport ein und dann später
in den Jahren 86 bis 89. Wie viele und welche Rennen fährt, und wir sehen Stefan Müller, einen jungen Mann aus Mitterteich, erfolgreichster Youngster war er im Rahmen des KW Bier Cups beim Bergrennen. Im Rahmen des KW Bier Cups eine Prämie, nämlich ein